Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Bild-Video. Ich wollte gerade News-Video sagen, aber ja, wir haben wieder ein Bild-Video. Diesmal zu Kulervo, unseren neuesten Warframe. Ja, woher bekommt man Kulervo? Kulervo bekommt man über das normale Duviri-Experience, die normale Duviri-Erfahrung. Das Island, auf dem man ihn bekämpfen kann, ja, wir kämpfen gegen Kulervo, erscheint in der Hass-, Angst- und Trauer-Spirale. Heißt, wenn der Mut von Dominus Frax halt Hass, Trauer oder Angst ist, dann kann dieses Island erscheinen, ist dann eine Aufgabe, die ihr machen müsst vor dem Orowurm, und dort kriegt ihr dann Kulervos Bane, eine neue Ressource. Die könnt ihr bei Atreides handeln. Ich weiß, sie heißt nicht so, ich nenne sie einfach so. Ich glaube, sie heißt Akritis. Könnt ihr da handeln für die Blaupausen von Kulervo. Heißt, nur in diesen drei Zuständen von Duviri kann Kulervos Festung tatsächlich da sein. Und ja, da bekommt ihr die Blaupausen, beziehungsweise die Ressource für die Blaupause her. Atreides ist diese Händlerin, die auch in euer Dormizone vorhanden ist, aber halt auch in Duviri und auch immer am Ende der Duviri-Erfahrung nach dem Orowurm steht ihre Kutsche da. Also da kann man die Blaupause herbekommen. Ansonsten braucht man, um Kulervo herzustellen, auch Ressourcen von Duviri, unter anderem Pathos-Mal, was ihr ganz normal bekommt, wenn ihr die Duviri-Erfahrung abschließt. Ja, Kulervo. Was kann Kulervo? Wir gehen mal auf die Fähigkeiten ein. Wir gucken uns zunächst mal seine passive Fähigkeit an. Kulervo verfügt über plus 75% Effizienz schwerer Angriffe und 100% Ladegeschwindigkeit schwerer Angriffe für alle Nahkampfwaffen. Ja, also das ist einfach die bessere Voruna-Taktik, zum Beispiel für Siam. Ich glaube, das Siam ist nur gemacht worden für Kulervo oder andersrum, Kulervo nur für das Siam. Also das wäre da die Waffe, die man benutzen würde normalerweise. Aber alle Waffen, die wir auf Heavy Attack spielen, sind mit Kulervo sau geil. Und das liegt auch daran, an seiner ersten Fähigkeit, nämlich Zorniger Vorstoß hat zwei unterschiedliche Modi. Er macht entweder eine Art, ja, Ash Execute oder ihr macht einen auf Enderman. Aber gehen wir erstmal drauf ein, wenn ihr die Taste tippt und auf einen Gegner zielt. Kulervo führt einen schweren Angriff aus, teleportiert sich dann zu seinem Ziel und schlägt zu. Sein wütender Fokus erhöht vorübergehend seine Crit-Chance für Nahkampfwaffen. Ihr seht, ich habe eine Crit-Chance da unten von 410%. Wir machen nur noch Red Crits. Es ist saugeil. Wenn wir das Ganze allerdings halten, dann können wir uns teleportieren. Und ja, es ist halt, wie ich gesagt habe, Enderman-like. Wir halten das und sehen jetzt diesen kleinen goldenen Lichtstrahl. Das ist dahin, wo wir uns teleportieren würden. Mit mehr Reichweite kann man natürlich weiter teleportieren. Aber ansonsten, ja, wir instant teleportieren uns einfach dorthin. Ist ganz cool. Benutze ich so gut wie gar nicht, aber ist halt da, und wenn man gerade irgendwie über einen Abgrund muss und den Sprung nicht schafft, keine Ahnung. Also man kann es benutzen, aber ich benutze es eigentlich so gut wie gar nicht. Kommen wir zur zweiten Fähigkeit, Ausgleich. Und das war die Fähigkeit, wo ich immer ein bisschen gedacht habe, bevor Kulervo rauskam. Ja, Kulervo wird nicht ganz so geil, aber ich muss sagen, Kulervo bin ich sehr mit zufrieden mit. Ausgleich, was macht das? Kulervo umgibt sich mit Dolchen. Jeder Dolch, der einen Feind trifft, stellt seine Gesundheit wieder her. Aber jeder, der einen Feind verfehlt, trifft Kulervo und verursacht etwas Schaden. Wenn Kulervo maximale Gesundheit hat, erhält er Überschutz von getroffenen Feinden. Gucken wir uns gleich an. Heißt, wenn wir die Fähigkeit aktivieren, kriegen wir Schaden, wenn wir keine Feinde treffen. Wenn wir aber Feinde treffen, kriegen wir Leben zurück, beziehungsweise Überschutz. Zeige ich mal kurz, wie das aussieht. Wir haben ja die Dolche hier in uns drin. Aktivieren die Fähigkeit. Dolche sind draußen, schweben. Jetzt, ja, sie drehen sich auf uns zu und wir kriegen Schaden. Ihr habt es gesehen. Wir haben etwa 700 Schaden bekommen. So, 700 Schaden bekommen. Wenn wir Gegner treffen, dann natürlich nicht. Überschutz ist ein neues System für die Warframes, kann man sagen. Es funktioniert ähnlich wie Schilde. Wir hatten vorher kein, ich sag mal, Shield Gate mit dem Überschutz. Jetzt haben wir eins. Und ist ganz cool. Also, auf jeden Fall eine interessante Mechanik. Macht ihn ordentlich tanky. Und ich denke, was heißt denke ich? Im Steelpath kann man ihn spielen. Level 100 plus kann man ihn spielen. Axie-Relikte kann man damit öffnen. Also,
guter Warframe auch fürs Endgame, sagen wir es mal so. Wir haben eine Überschussgrenze. Ich glaube, das skaliert mit der Fähigkeitsstärke. Ist da halt bei 20.500 Überschuss. Das ist schon eine Menge. Verursacht außerdem Schnittschaden an unseren Gegnern. Also ganz nett. Dritte Fähigkeit. Kollektiver Fluch. Kullervo sendet einen Fluch aus, der Feinde belegt. Erleidet ein verfluchter Feind Schaden durch ihn. Erhalten auch andere verfluchte Feinde einen Teil dieses Schadens. Heißt, wir verbinden die alle, machen dann an einem Gegner Schaden und die anderen kriegen halt auch einen Teil davon. Schadensumleitung ist bei mir, meinem Bild, 100%. Dauert 30 Sekunden, hat eine Reichweite von 36 Metern, ist ganz cool. Dann haben wir die vierte Fähigkeit, die Fähigkeit, die ich möglicherweise austauschen würde gegen eine Helmefähigkeit. Allerdings weiß ich gerade im Moment überhaupt nicht welche. Deswegen lassen wir sie erstmal drin. Nämlich Sturm von Uku. Der Void antwortet auf Kullervos Ruf mit einem Dolchsturm, der auf seine Feinde niederprasselt. Wir machen einen kleinen AOE-Effekt für ungefähr 18 Sekunden in diesem Bild, haben einen Radius von knapp 15 Metern und machen 5000 Schnittschaden pro Sekunde. Ist halt irgendwie, ich denke, man kann das ausweiten und dann für mobile Verteidigung oder Verteidigung nutzen. Ja, ich sehe da momentan nicht so das Value drin, aber hey, es sieht ganz cool aus mit den Dolchen, die hier runterregnen. Der Schaden ist nicht allzu groß, aber ist eine coole Fähigkeit. Das kann man hier lassen. Aber ich würde sie halt austauschen, wenn wir was Besseres mit Helme fetten. Zum Beispiel Valkyries Schrei könnte man reinnehmen, um den Damage zu erhöhen. Oder eine Tankfähigkeit oder eine Mobility-Fähigkeit. Oder halt auch, um uns mit Energie und Leben zu versorgen, vielleicht Wisp-Reservoir. Das ist immer eine der besten Helme-Fähigkeiten, die wir haben, was Utility angeht. Ja, so viel zu Kullervos Fähigkeiten. Kommen wir aufs Bild zu sprechen? Ja, ich glaube, wir fangen mit dem Bild an. Ich habe drin Energieregeneration als Auraformer-Mod. Auraformer könnt ihr reinnehmen. Ja, ihr müsst nicht Energieregeneration mit reinnehmen. Habe ich jetzt persönlich mit drin. Wenn ihr mehr Damage wollt, dann könnt ihr da natürlich auch... Wo haben wir es? Ätzende Projektion. Feindliche Rüstung verringert um 18%. Könnt ihr halt mehr Damage machen. Oder wenn ihr gegen die Korpus spielt, Schildzerstörer. Kann man dann halt austauschen, wie man möchte. Dann haben wir Prime Fluss für mehr Energie. Wir haben hier... Kullervo ist gerade nicht vollgelevelt. Das heißt, ihr könnt noch ein bisschen mehr bekommen. Ich denke, es wird so um die 600 Energie sein. Dann haben wir schattenhafte Vitalität. Einfach, damit wir mehr Gesundheit haben. In Kombination mit schattenhafter Verstärkung, damit wir mehr Stärke haben. Denn, wenn wir schattenhafte Vitalität rausnehmen würden... haben wir hier eine Fähigkeitsstärke von 40%. Mit schattenhafter Vitalität haben wir eine von 50%. Ist hier nicht vollgelevelt, wir hätten 55% beim Maximum. Aber hey, ist an der Stelle nicht ganz so wichtig. Es sei denn, ihr seid ganz krass beim Optimieren dabei. Dann könnt ihr den natürlich voll hier reinmachen. Dann haben wir flüchtige Stärke, etwas weniger Fähigkeitsdauer, dafür mehr Fähigkeitsstärke. Dann Jägeradrenalin. Wenn wir Gesundheitsschaden bekommen, kriegen wir 45% des Gesundheitsschadens als Energie wieder. Heißt, wir bekommen 100 Schaden, kriegen 45 Energie. Ist schon mal nice. Der Passive interessiert uns da relativ wenig. Dann Prime-Kontinuität, um flüchtige Stärke ein bisschen auszugleichen. Gibt uns halt Fähigkeitsdauer. Wir haben eine Insgesamtdauer von 123. Dann haben wir Adaption. Ist unser Tank-Mod. Bei Schaden kriegen wir Resistenz gegen den Schadenstyp. Bis zu 90% stapelbar für 20 Sekunden. Heißt... Ich erkläre es eigentlich in jedem Video, wo ich den Mod benutze, aber ich erkläre es auch hier. Wenn wir zum Beispiel Giftschaden bekommen würden, der erste Giftschaden tickt, zieht uns Leben ab, wir kriegen 10% Resistenz gegen Giftschaden. Zweiter tickt, wir kriegen 20%. Beim neunten Tick haben wir 90% Giftschadensresistenz. Bedeutet, wir kriegen ab dem neunten Tick nur noch 10% des Schadens für 20 Sekunden. Ist ganz cool, funktioniert natürlich nicht nur bei Giftschaden, funktioniert bei allen Schadenstypen. Und auch gleichzeitig. Das heißt, wir können 90% Giftschadensresistenz haben, Elektroschadensresistenz, Schnittschadenresistenz und so weiter und so fort. Ist ein sehr guter Tankmod. Und dann haben wir noch Ausdehnung, einfach für die Reichweite. Ja, Arkaner Übermut habe ich drin. Arkaner Übermut, genau. Arkaner Anmut habe ich drin. Auch nochmal fürs Tankier sein. Muss man nicht mit reinnehmen. Man kann auch Sachen wie Arkaner Rächer mit reinnehmen. Oder... Arcana Beschützer für mehr Rüstung, das ist da euch überlassen. Arcana Hieb würde ich mit reinnehmen, weil wir doch mit Kullervo sehr stark auf Nahkampf
Waffen-Nahkampfangriffe ausgelegt sind. Als Exilus-Mod habe ich hier gerade nicht drin, müsste ich ein weiteres Former mit benutzen. Ich habe 3 Former verbaut. Eins davon ist ein Umbra-Former. Er ist sehr Former-hungrig, ja. Aber hey, wenn ich einen Exilus-Mod mit reinnehmen würde, dann wäre das Vorbereitung oder Prime-Trittsicher, obwohl man Prime-Trittsicher eigentlich rauslassen kann, denn Überschutz gibt uns auch eine Knockback-Resistance. Heißt, Vorbereitung wäre da schon mal der bessere Mod an sich. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich benutze, oh, das sollte ich, noch nicht. Wir spawnen 185er Heavy Gunner, 20 Stück. Und ich zeige mal kurz die zweite Fähigkeit mit dem Überschutz. Wir rennen rein in die Gegner und haben jetzt 6000 Überschutz, wie ihr seht. Wir machen es nochmal. 13.000 Überschutz. 19.000 Überschutz. Ich brauche Energie. Wir kriegen ein bisschen Schaden. Das ist halt keine Schadensfähigkeit, ganz ehrlich. Im Low-Level vielleicht, aber dann wirklich absolutes Low-Level. So, wir haben 20.500 Überschutz. Das ist Maximum. Ihr seht, Knockback-Resistance haben wir. Normalerweise würden wir weggeschleudert werden von der... wie heißt die eigentlich nochmal? Von der Tenet Envoy. So. Und ja, 20.000 Überschutz, ziemlich nice. Wenn wir uns das mal angucken, ich entpausiere die mal. So, ich meine, die machen krass Schaden. Hatten jetzt kurz das Shield Gate, aber jetzt wird's unangenehm. Arcane Anmut triggert an der Stelle, deshalb wir regenerieren. Aber ja, ihr habt gesehen, gegen 20 Heavy Gunner wird's unangenehm. Ich töte die einfach mal. Wird's unangenehm. Aber gegen so einzelne absolut kein Problem. Aber gegen eine Gruppe auf Level 185, unangenehm. Trotzdem ist relativ tanky an der Stelle. Viele Warframes wären viel schneller down gewesen. Ansonsten die erste Fähigkeit, da ist das Leben. Die vierte werde ich hier mal nicht zeigen. Die erste Fähigkeit, der Charge auf die Gegner mit der Heavy Attack. Ich benutze hier das Sia. Man kann theoretisch jede andere Heavy Attack Waffe benutzen. Das Azotain, das Tenet Exit, das Pennant, das Tatsu Prime und so weiter und so fort. Aber das Siam hat eine sehr schöne Fähigkeit, nämlich seine schweren Angriffe senden Shockwellen aus. Diese machen Hitzeschaden, sind mit Kulervo garantierte Red Crits und das gibt Kulervo einen gewissen AOE-Effekt. Wir gucken uns kurz mal das Bild hier an. Ich habe dazu natürlich auch ein Video gemacht zu allen Builds, die hier oben gefeatured sind. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Gespaltene Ruhe als Haltung, Primed Reichweite, Primed Druckpunkt, Todesstoß, korrupte Aufladung, damit wir eine Startkombo haben, Opfern der Stahl, Karnes Mandibel, Almagan Ausweider und Gladiator Macht. Das sind die Mods fürs Heavy Attack. Und wir können uns mal kurz angucken. Heavy Attack würde normalerweise folgendermaßen aussehen. Da wird das losgeschickt. Ich mache das hier mal bei einem der Gegner. Wir haben hier natürlich hier nur eine Zweier-Kombo. Wird jetzt nicht der krasseste Damage sein. Aber ihr seht, wir machen Impact-Schaden, wir machen Feuerschaden, die brennen jetzt alle. Und hat viele getroffen. Wenn wir das jetzt mit der 1 verbinden und erstmal auf diesen hier zuchargen, wird automatisch dieser Heavy Attack aktiviert. Mit Red Crits. Und ihr seht, der Feuerschaden tickt runter. Also, wir haben hier eine AOE, zwar in der straighten Line. Wir haben nicht irgendwie links, rechts jetzt groß. Aber wir haben eine, gerade wenn wir auf Maps sind, die halt ein Durchgang sind, wo viele Gegner drin stehen, einmal die 1 aktivieren, durchchargen, macht ordentlich Damage. Und ja, die dahinter getroffen werden von der Heavy Attack, sind natürlich nicht ganz so stark betroffen wie den wir direkt treffen. Die sind dann Half-Life in diesem Moment. Aber an sich, sau cooler Frame. Und das ist so auch die Main-Fähigkeit. Können wir auch aus dem Sprung aktivieren, um uns möglicherweise zu retten, falls wir irgendwo runterfallen. Ist ganz cool. Wo es manchmal ein Problem gibt, ist, wenn man ganz nah an Gegnern dran steht und dann die Heavy Attack macht. Hier funktioniert's, aber manchmal macht er dann halt, trifft er die Gegner nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber kann passieren.
Aber ja, sehr cool an der Stelle. Können wir natürlich auch... Ich hole mir mal kurz die Energie zurück. Können wir natürlich auch mit der zweiten Fähigkeit verbinden. Nicht der zweiten, der dritten Fähigkeit. Die werden jetzt alle verbunden. Und dann kriegen die halt auch nochmal ein bisschen Schaden. Das sieht man hier an den blauen Zahlen. Und falls ihr es nicht, noch nicht gesehen habt, die Damage-Zahlen sind verbessert worden, zumindest angepasst worden. Sie sind deutlich intensiver von den Farben. Die Sättigung ist erhöht worden. Und sie haben, glaube ich, jetzt eine schwarze Umrandung, die wir vorher nicht hatten. Sie wirken definierter und sind auch etwas kleiner, habe ich das Gefühl. Sieht man natürlich nicht nur bei den Red Crits, sondern auch bei... wir gehen mal auf Tenet Envoy. Bei den Yellow Crits. Können wir auch einen Orange machen? Nein, da war ein Orange. Ja, sind ein bisschen gesättigter, sind intensiver die Farben. Und sieht ganz hübsch aus. Aber Kullervo an der Stelle wirklich cooler Warframe. Ist jetzt wahrscheinlich kein... Also, was heißt wahrscheinlich? Ist kein Meta-Warframe. Ist jetzt keine Saren oder Mesa, die einfach ganze Maps clearen kann. Ist kein super starker Tank wie Inaros oder Rhino. Aber ich würde sagen, ja, von den Damage-Dealern her im oberen Bereich. Gerade auch was Gameplay angeht, macht sehr viel Spaß. Ja, so viel zu Kullervo. Vielleicht kommt in Zukunft nochmal ein Bild, wenn mir eine interessante Synergie mit einer Helmefähigkeit einfällt oder mit einem interessanten Mod. Vielleicht kriegt er noch gute Argumente, kann ja auch sein. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. So, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.